Hi zusammen. Funktioniert's? Ja, ich glaube, es läuft. Ja, hi, da bin ich mal wieder. Ja, irgendwie hatte ich die letzten Wochen ein bisschen viel Stress mit Ärzten und Tralala und Gesundheit und ja, war nicht ganz so einfach. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe verflixt wenig gemacht, weil es war erst so unfassbar heiß. Ich bin ja hier oben im obersten Stock und Südseite. Also das Stricken war echt eine Qual, so ungefähr für 14 Tage. Und ja, danach hat meine Gesundheit die Grätsche gemacht, wie das ja manchmal der Fall so ist. Ja, und dann dachte ich immer, das noch zu Ende und dies noch zu Ende und bevor ich dann das nächste Video drehe. Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann schon wieder drei Videos hintereinander drehen, weil viel zu viele Sachen da liegen. Egal. Hi zusammen, ich bin Regine. Ich sende hier aus, ich nehme hier auf aus meiner Berliner Küche. Das Licht ist heute ganz schlecht. Ich habe auch rumgebastelt und versucht. Ich weiß nicht mehr, was ich die letzten Male anders gemacht habe. Und ja, wir müssen es jetzt nehmen, wie es ist. Das hier ist wahrscheinlich wieder mal eine Dauerwerbesendung, weil ich euch Sachen in die Kamera halte, Namen nenne und Produkte zeige, nenne, was man als Werbung verstehen kann. Das ist nicht bezahlt und nicht beauftragt. Die Anleitung sage ich euch jeweils im Einzelnen, wo ich die her habe. Und ja, muss dann auch sehen, das ist ja ein bisschen schwierig, ob die dann zu haben sind oder nicht. Muss ich mal nachgucken. Ja, ich wollte mich bei euch bedanken für die vielen Kommentare. Ich bin noch nicht durch. Ihr habt noch nicht alles gelesen und noch nicht alles kommentiert. Ich war jedenfalls sehr erfreut, dass ihr das so annehmt und mir mit den Kommentaren auch Hinweise gibt, was oder wie oder gut, mit dem Ton kann ich nicht sehr viel ändern. Ne? Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Solange ich hier lebe in dieser Wohnung und mit diesen Nachbarn ist es nicht anders drin. Ich habe jetzt auch alle Fenster wieder zugemacht, weil ich habe eine riesige Großbaustelle genau gegenüber und eben unten den Platz. Wenn es nicht regnet, dann habe ich Kirmes vor der Tür. Das beeinflusst das Ganze ein bisschen mit dem Ton. Das ist leider ein Problem. Das kann ich nicht ändern. Das kann ich erst ändern, wenn ich hier raus bin. Ja, ich bin heute ein bisschen unvorbereitet. Ich habe jetzt hier tausend Sachen auf den Tisch gelegt, aber ich habe mir überhaupt gar kein Konzept gemacht, wie oder was oder wo auch immer ich stehen geblieben bin das letzte Mal, weil ich bin die letzten 14 Tage etwas abtrünnig geworden. Dazu werde ich später kommen, weil da brauche ich auch noch ein bisschen eure Hilfe, ob ihr das auch wollt, dass ich euch da mitnehme oder ob ihr sagt, nein, das interessiert nicht, das will ich nicht, das geht mich nichts an. Ich habe nämlich ein älteres Hobby wiederentdeckt. Ein bisschen schuld ist die Sock Madness. Wir mussten da ja bei einer Socke ein bisschen sticken und das hat mich wieder in den Stickbereich gebracht und auf einmal hat mir YouTube Vorschläge gemacht und ich habe da mal neugierig reingeklickt und ich habe jetzt 14 Tage gefühlt Tag und Nacht Hunderte von Leuten abonniert und mir fallen die Augen aus dem Kopf, mein Unterkiefer klappert permanent auf dem Boden rum, weil ich bin hin und weg, was andere Leute machen und habe beschlossen, also da hat es mich richtig abgeholt. Ne? Ich wollte ja eigentlich auch färben und spinnen, habe mir da auch Videos angeguckt. Dass ich damit noch nicht angefangen habe, liegt einfach, weil der Funke nicht übergesprungen ist. Es liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt einfach daran, dass ich dann dachte, beim Spinnen sitzt du endlos da und machst immer die gleiche Bewegung, machst immer das Gleiche. Bin nicht ich. Ja, genauso wie beim Färben. Kostet einen Haufen Geld die Anschaffung und dann färbst du und färbst du und dann liegt die Wolle rum, die muss ja dann auch irgendwie verarbeitet werden. Bin das ich? Bin das nicht ich? Bin das ich? Ich meine, das Färben an sich, also das Arbeiten mit Farben wird mir sicherlich großen Spaß machen, aber das Ganze drumherum. Ich habe hier also meine Küche, ich habe hier keinen Herd, ich müsste dann so einen Gaskocher aufbauen und so weiter. Alles ein bisschen umständlich, alles ein bisschen blöd. Hat mich bis jetzt nicht so weit gebracht, dass ich damit definitiv mal angefangen hätte. Aber bei den Flosstubern, was ich da gesehen habe, das hat mich abgeholt und ich habe jetzt schon Sachen bestellt und ich werde damit anfangen. Ich habe damit auch schon angefangen. Ich muss nur von euch wissen, ob euch das interessiert oder nicht. Es geht um Kreuzstich, Sticken und
Ja, ich kann das ja nachher noch mal ein bisschen ausführlicher. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Stricken an. Wir waren letztes Mal stehen geblieben, da war die Sock Madness noch. Die Sock Madness ist beendet. Wir haben die schwarze Fahne gehisst. Und wie jedes Jahr falle ich nach der Sock Madness in ein Stricktief. Ist so, weil die Sock Madness füllt mich so aus. Und wenn die dann das Problem ist zwischen, oh Mann, wann geht denn die nächste Runde los? Und hoppla, ich bin ausgeschieden, ist wirklich. Also das geht so schnell auf einmal, das zieht auf einmal dadurch, dass die ja immer Plätze wegstreichen, ist es auf einmal so eng. Und ich hatte dann gesehen, die letzten beiden Runden werden auf alle Fälle irgendwas mit Fair Isle oder mit irgendwie. Und da bin ich einfach nicht annähernd schnell. Ja, und da war dann das auch so, das ist jetzt die sechste Runde. Ihr seht, ich bin immer noch nicht fertig damit. Ich habe heute ganz schlechtes Licht. Ich weiß nicht, was heute anders ist. Es ist ein Fantasiemuster, Fair Isle. Wir haben hier ein doppeltes Bündchen. Ah, oh, jetzt ist ganz schlechtes Licht heute. Ich weiß nicht, was war denn letztes Mal anders? Da hat doch die Sonne auch geschienen. Irgendwas war anders. Ja, und ein Fantasiemuster. Also nichts, was regelmäßig ist. Es ist ein Blümchenmuster. Kann man das überhaupt erkennen? Da kommt jetzt eigentlich eine eingestrickte Ferse ran. Ich muss noch mal eine Runde zurück. Ich hatte überlegt, ob ich eine andere Ferse mache. Und da bin ich dann stecken geblieben. Ich hatte bis hier ungefähr gestrickt. Da war die erste in meiner Gruppe schon mit der ersten Socke fertig. Da habe ich dann gesagt, alles klar, die werde ich nicht mehr einholen. Es ist nur ein Platz noch übrig. Das heißt, ich werde auf alle Fälle ausscheiden. Und dementsprechend habe ich das dann erstmal beiseite gelegt. Was besonders interessant ist, ist, das ist jetzt die Frage, ob ich das bei diesem Licht überhaupt zeigen kann, dass die, ich werde das beim Fuß machen, auf alle Fälle. Hier habe ich es jetzt nicht. Wartet mal, ich habe es hier nur selten gemacht, wie zum Beispiel hier. Oder. Hier. Diese Technik nennt sich Back Leather Jacket Technik. Das heißt, man strickt die Floats, die Spannfäden, im Hintergrund im Double-Knit-Verfahren einfach mit. Darauf warte ich übrigens, ne, dass wir mal bei der Sock Madness wirklich eine Double-Knitting-Socke machen. Wir haben das einmal gehabt bei auch wieder Kawa Coffee. Da war aber nur oben das Bündchen im Double-Knit-Verfahren und der Rest der Socke wieder normal. Aber es gibt natürlich auch Socken, die sind vom Bündchen bis zur Spitze im Double-Knit-Verfahren gestrickt. Und darauf warte ich seit Jahren, dass das bei der Sock Madness kommt. Hier hatten wir jetzt diese Technik, die kenne ich von Mützen. Wenn man Mützen strickt und sehr lange Spannfäden hat, diese Technik ist sehr elastisch. Liegt natürlich auch daran, dass ich die Spannfäden locker mache. Und dann kann man die Mütze wirklich dehnen und strecken und hat aber wirklich innen keine langen Spannfäden. Bei diesem Muster wird der zweite Faden teilweise, ja ganz toll, erzähl ich mir noch die. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, ich wollte noch mal die letzte Runde aufmachen, aber nicht so, nicht unkontrolliert. Nehme hier ein paar. Moment. Es ist doch wieder furchtbar mit dem. Ich habe mir hier gerade zwei Maschen rausgezogen, so gerettet. Was ist das auch für ein Gewurstel hier mit den Fäden? Tatütata draußen. So, jedenfalls bis zu 16 Maschen werden hier teilweise überbrückt und das würde natürlich endlos lange Spannfäden geben. Und dementsprechend wird das dann. Ich habe durch Zufall mal wieder in ein anderes Video reingeschaltet und habe da die Technik völlig falsch erklärt gefunden. Allerdings hat die Person auch gesagt, sie hat sich damit nicht befasst. Ich fand es dann nur schade, dass sie darüber dann überhaupt gesprochen hat, wenn sie sich damit nicht befasst hat, das dann falsch erklärt. Also im Grunde wird, wenn man so eine lange Strecke hat, so eine ganz lange Strecke und muss den zweiten Faden aber mitnehmen, wird dazwischen eine Masche aufgenommen im Double-Knit-Verfahren. Und einfach, das heißt, man nimmt die Fäden, die jetzt hier dunkelblau nach vorne,
nimmt hinten eine Masche aus dem Querfädchen mit Rot dann auf und strickt die jedes Mal mit im Double-Knit-Verfahren. Das heißt, Double-Knit-Verfahren kennen sicherlich viele von euch, diejenigen, die es nicht kennen. Ich stricke vorne eine Ebene, habe einen langen Spannfaden und damit ich den nicht habe, beziehungsweise beim Double-Knit-Verfahren habe ich keine Spannfäden, weil ich stricke im Hintergrund gleich die zweite Fläche. Das ist ein bisschen fleckig, weil das sind bei mir Untersetzer. Ich stricke im Hintergrund gleich die zweite Fläche, die dann natürlich gegen farbengleich, also farbmäßig gegengleich ist. Ne? Aber damit kann das auch nicht auseinanderziehen. Das ist gleich eine Fläche. Im Vordergrund so, im Hintergrund so. Und das ist ein Strickstück. Das wird auf einmal gestrickt. Und das macht man einfach, das ist eine ganz einfache Technik. Statt eben die Fäden hinten zu lassen, nehme ich die immer, wenn ich den Farbenpfade wechseln, beide Fäden nach vorne und damit wird das vorne abgedeckt. Und genau so nehme ich hier eine Masche auf und stricke die im Double-Knit-Verfahren hinten einfach mit. Und damit fange ich mir meinen Spannfaden auf. Ne, der wird dann einfach mitgestrickt. Die Designerin hat das bei dieser Socke ganz eisern gemacht. Sie hat jede sechste Masche einfach als Double-Knit-Masche mitgestrickt. Ich werde diese Technik für euch am Fuß machen. Ich habe es hier immer nur gemacht, wenn ich gemerkt habe, hoppla, der Spannfaden wird mir zu lang. Hier habe ich sie mitgestrickt. Ne, seht ihr? Und dann gibt es hinten das sieht im Grunde aus wie so ein Spinnennetz. Und da kann man weder mit Fingern noch mit Zehen noch mit sonst irgendwas dazwischen rutschen. Das heißt, man macht diese Technik auch gerne bei Handschuhen, wenn man lange Spannfäden hat. Wenn man nur kurze hat, ist das überhaupt gar kein Problem. Damit hat man auch nicht das Problem, dass man die einwickelt und dass die irgendwie durch die Fläche durchscheinen, sondern man hat die wirklich hinten mitgestrickt. Ganz tolle Technik. Ich werde jetzt noch mal eine Runde zurückgehen, werde doch die nachträglich eingestrickte Ferse machen und werde dann am Fuß wirklich jede sechste Masche im Double-Knit-Verfahren stricken und euch das dann das nächste Mal zeigen. Ne? Ich hoffe, dass ich dann auch den zweiten habe. Im Grunde ist es eine sehr schöne Socke. Ist natürlich hier noch so eine Buckelpiste bei mir, weil noch nicht gespannt, noch nicht gewaschen. Das legt sich ein völliges Fantasiemuster. Und hier oben doppelt, also wieder eine, das ist nur der Schaft, ne? Ihr seht, wie lang der schon wieder ist. Ja, also dann habe ich das beiseite gelegt und habe durch Zufall, also die letzte Runde werde ich auch noch stricken. Dazu bin ich aber nicht gekommen, weil ich ja dann hiermit beschäftigt war. Hier habe ich jetzt ganz große Probleme wieder mit der Farbe. Dieser Pulli knallt richtig in der Dünn. Der ist ganz kräftig von den Farben her. Das kann man hier jetzt nicht annähernd erahnen. Was mich besonders freut, er passt. Und ihr seht, man kann drei Farben erkennen. Ist auch wieder eine Buckelpiste, weil er ist noch nicht gewaschen, er ist noch nicht gespannt. Er war relativ leider sehr langweilig zu stricken. Das ist auch eine wunderschöne Farbe. Mann, wie kriege ich das denn hin? Das heute alles ein bisschen. Die Sonne guckt hier noch nicht mal. Ja, sie fängt jetzt an, hier zu gucken. Warum geht es nicht? Jedenfalls war er sehr langweilig. Ich denke, das liegt daran, dass es immer nur sehr kurze, ach, das sieht aber jetzt sehr bucklig aus, sehr kurze Musterstreifen waren, die sich dann halt immer wieder stupide wiederholt haben. Na, das ist so ein bisschen dann die Ärmelchen dran gestrickt. Ja, schön, dass man nichts sieht. Meine Güte, liebe Kamera, nimm das doch mal auf, so wie es sein soll.
Ich habe übrigens keinen I-Cord am Ende gestrickt, einfach aus dem Grunde. Also hier sollte man sowieso nicht. Hier habe ich auch ein kürzeres Bündchen gestrickt. Hier oben, ich hatte dann gelesen, dass man halt das Problem hat, das ist wie ein Stehkragen. Der ist viel zu groß und der klappt sich leider auch nach vorne um. Da hatte ich dann keinen Bock zu. Ich wollte nämlich, dass man auch dieses erste Muster sehen kann. Also die Farben sind hier jetzt leider und man kann es nicht gut erkennen. Wenn ihr es genauer sehen wollt, geht auf meine Ravelry-Seite Chaos Regina, bin ich dort und guckt bei meinen Projekten nach. Midsummer Meadow heißt der Pulli und gestrickt aus der Admiral Hanf von Schoppel. Ich bin nochmal bei der Wollust gewesen und habe nochmal andere Farben rangehalten, weil ja die Frage war, ob man diese drei Farben, das ist einmal Stachelbeere, Kurkuma und Malachitblau, ob die drei, jo, mehr als zwei geht nicht, ne? Eins, zwei, ganz viele. Farben einfach, ob das miteinander passt, ob die miteinander spielen. Es ist tatsächlich so bei dem Pröbchen, was ich letztes Mal gezeigt hatte, wenn Kurkuma und Stachelbeere beide gerade in einem Farbton sind, wo sie beide sehr hell sind, dann ist der Kontrast nicht da gewesen. Aber sie sind eben, was man ja jetzt leider durch diese Kamera nicht sehen kann, das macht mich jetzt gerade wütend, dass das eben unterschiedlich, ne? Es ist mehr oder weniger Ton in Ton. Es ist nicht Unifarben, sondern es hat jede Farbe, auch das Blau, hat hellere Anteile und dunklere Anteile. Und das ist halt auch ein Pulli, wo es nicht drauf ankommt oder wo ja nicht der Sinn im Grunde ist, dass ihr wirklich jede Masche sehen könnt, ja? Sondern er soll ja ins Gesamte wirken. Und ich denke, das tut er. Er ist richtig kräftig in den Farben. So ist das Original. Die Farben gab es halt bei Schoppel nicht. Das ist die Ausgabe 47 in 2020 gewesen. Und ich habe jetzt so eine Mischung gemacht aus Größe 38 und 40, weil diese Dame hat hier gar kein Holz vor der Hütte. Und deswegen wollte ich nicht die kleinste Größe machen, weil ich gedacht habe, ne, das zieht mir dann hier wieder alles auseinander und das hasse ich. Ich hasse das auch, wenn es hier unterm Ärmel so klemmt und das tut es hier nicht. Also der sitzt wirklich super toll, aber ihr seht, wie wenig ich über hatte. Die sind auch schon fest verplant. Also ich weiß nicht, wie andere Leute Reste hinkriegen. Ich kriege es nicht, weil bei mir das immer irgendwie alles. Oh, jetzt bohrt wieder jemand im Haus. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich hoffe nicht. Ich dachte, der ist fertig. Ich wollte ja vorhin schon drehen, aber dann ging dieses Gebohre los. So, ja, und dann war das so, dass ich also an diesem gestrickt habe und durch Zufall dann in meiner Sock Madness Gruppe erfahren habe, dass wir ein neues Sockenspiel haben. Und zwar war nach der Sock Madness eigentlich immer die Tour de Sock und die hat ja die letzten 2 Jahre schon nicht stattgefunden, weil die Betreiberin einfach ausgebrannt ist. Sie hat das jahrelang gemacht, offensichtlich alleine, keine Ahnung. Und sie kann einfach nicht mehr. Sie sagt, ihr ganzes Leben wurde nur durch dieses Strickspiel bestimmt. Sie konnte nichts anderes mehr machen und von Januar bis Dezember Vorbereitung, Nachbereitung. Sie hat Familie und es geht einfach nicht mehr. Das ist in Ordnung, das ist nachvollziehbar, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es schade. Und nichtsdestotrotz sind natürlich Tausende von Leuten, die da mitgemacht haben, enttäuscht. Und es wurde ein neues Spiel, das ähnlich funktioniert, gegründet. Das ist die Super Sock World Championship. Ich habe da natürlich prompt wieder die Anmeldephase verpasst. Bin dann rein und habe rumgejammert, von wegen, wie könnt ihr nur ohne mich anfangen? Und das haben wohl andere auch noch gemacht. Und dann haben die festgestellt, ja, vielleicht war die Anmeldefrist ein bisschen zu kurz. Außerdem sind sehr viele Gruppen nicht wirklich gut besetzt. Und wenn die so unterschiedlich besetzt sind,
die einen haben nur 5, die anderen haben 12, dann funktioniert das nicht. Dann kann das irgendwie, ist das nicht. Dann haben sie die Anmeldefrist nochmal geöffnet, also verlängert. Und ich habe dann mal ganz schnell die Aufwärmsocke gestrickt, nur als Sneaker, weil man muss ja ein bisschen warm werden mit dem Sockenstricken, ne? Ist ja nach der Sock Madness. Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine, ja? So, das hier habe ich jetzt nur als Sneaker, so wie es gerade modern ist mit Sportsteg. Ist eine Toe-Up-Geschichte. Sea Scallop heißt die. Ist jetzt wieder kostenpflichtig. Ich hatte gerade das Glück, dass die gerade noch, ich habe es gerade noch erwischt, für die Mitglieder dieser neuen Spielgruppe. So sieht die Farben aus, wenn man es glatt recht strickt, also als Stino. Hier hinten ist noch ein kleines verstärkendes Musterchen mit dem Hebemaschen, mit dem Faden vor der Masche und dann eben so ein kleines Bündchen. Das ist die Wolle aus dem Stash. Habe ich schon, ich weiß nicht wie viele Jahre. Ich habe mal eine ganze Zeit lang darauf gestanden, Baumwolle, ach, tatütata, Baumwolle zu kaufen, die eben Stretch-Anteil hat. Und habe dann die von Fortissima gekauft. Ich versuche nur gerade irgendwie, dass ihr das besser seht mit den Farben. Ihr seht wieder, wenn man helle Farben nimmt, dann kann man durchaus ein Muster machen. Das Muster ist erkennbar. Das Muster fand ich so toll, dass ich unbedingt diese Socke stricken musste. Und dann habe ich gesehen, dass die anderen von der Sock Madness die auch nur als Sneaker gemacht haben. Eigentlich ist das eine richtige Socke mit Schaft und dann einem dickeren, längeren Bündchen dran. Aber als Sneaker eignet sich das Muster natürlich super toll, gerade wenn man es dann noch mit Baumwolle strickt. Ich bin absolut begeistert. Und sie sitzt auch recht gut. Moment, ich ziehe das mal wieder an, um euch das zu zeigen. Ich habe extra eine Leggings genommen, damit ihr nicht ein fürchterliches Bein seht. Ich habe hier noch einen Fehler gemacht. Völlig vergessen, dass ich ja Toe abgestrickt habe. Habe ich das nicht zusammengenäht, sondern zusammengestrickt. Deswegen geht das so nach außen, aber so im Nachhinein finde ich das eigentlich geckig. Ne? Also das ist, finde ich, eigentlich gar nicht schlecht. Lass ich so. Beim nächsten Mal muss ich halt dran denken, dass ich das nicht zusammenstricke, weil ich muss es ja dann nochmal abketten, sondern dass ich das gleich annähe. So. Also, der Kabellage. Oh, Hilfe. Entschuldigt, ihr seid umgekippt. Ne? Das hat euch jetzt von den Socken geworfen. Jetzt bin ich schief. Ja, ist so. Ich fange jetzt nicht an. Ja, ich war. Wartet. Vielleicht. Wieso ist denn das jetzt schief? Geht's jetzt? Entschuldigung. Ja, jedenfalls, was wollte ich denn jetzt sagen? Es hat mich von den Socken gerissen. Ja, also ich musste das unbedingt machen. Ja, sag mal, was habe ich denn jetzt hier für eine Kabellage? So. Ja, da habe ich auch nur einen gemacht bis jetzt. Und natürlich gleich wieder bei Harry Potter eingereicht. Da ging es darum, dass man so einem kleinen Gnom ein neues Zuhause gibt. Im Wald, in Steinen, was war denn das dritte? Steine, Wald oder noch irgendwas. Da habe ich dann das so fotografiert, dass hier der Eingang ist für seine neue Hütte. Und er hat viele kleine Fenster und Luftlöcher. Hier drin ist es schön warm und er hat die Farben vom Wald, von Steinen und von allem Möglichen hier drin. Ja, also bei dem Harry Potter Spiel kommt es wirklich darauf an, dass ihr eure Stricksachen den Profs fantasievoll verkauft. Das macht das Spiel aus. Zum Harry Potter Spiel habe ich noch gar nicht weiter was erzählt. Nein, es hat nichts mit Harry Potter zu tun. Ich finde das ja immer sehr lustig, wenn Leute sich darüber auslassen und dann darüber herziehen und überhaupt keine Ahnung haben, was das Spiel eigentlich ist. Es heißt Harry Potter, weil es damals kreiert wurde, nachdem die Bücher auf den Markt kamen
Im Grunde geht es aber um Hogwarts. Das heißt, wenn man sich anmeldet, dann spielt man Schule. Also ich bin jetzt im dritten Schuljahr und das ist ein Aufbauspiel. Man spielt sich von Jahr zu Jahr nach oben. Ein Schuljahr dauert 3 Monate und sind jetzt 8 Unterrichtsfächer. Jeden Monat 8 Unterrichtsfächer, zu denen man Monatsaufgaben bekommt, die man erledigen kann. Eine einzige Monatsaufgabe ist gefordert, um weiter als aktive Spielerin dabei zu sein. Und dann gibt es aber, also man meldet sich da an, wird dann von dem Sorting Hat in ein Haus, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, in irgendeins dieser vier einsortiert, eingeordnet. Bei Slytherin ist es so, dass das Haus nochmal in 3 Unterhäuser unterteilt ist. Und dann gibt es eben übergeordnete Wettkämpfe wie Quidditch oder was auch immer, wo man dann eben gegen andere Häuser spielt und Pokale einsammeln kann. Und der Witz ist, dass es halt ein Aufbauspiel ist über Jahre. Da gibt es Leute, die sind mehr als 10 Jahre dabei und die machen die Monatsaufgabe immer sehr kurz mit so ganz mini winzigen kleinen Patches. Die haben dann bei dieser Aufgabe mit dem Gnom so ein ganz kleines dunkelgrünes Dings gehäkelt und haben gesagt, das ist der Wald, da kann er drin wohnen, Punkt fertig. Weil die mit den größeren Aufgaben, an die ich noch gar nicht rankomme, weil ich erst drittes Schuljahr bin. Ich habe mich noch nicht so weit hochgearbeitet. Das heißt, mit jedem Erreichen von Zielen eröffnen sich einem weitere Spielmöglichkeiten. Und man spielt eben, indem man irgendetwas handarbeitet, färbt, webt, häkelt, strickt. Und dann gibt es manche Aufgaben, da kann man auch zum Beispiel Papier falten, Makramee-Sachen machen, irgendwas völlig anderes machen. Oder aber eben Aufgaben wie zum Beispiel jetzt die Headmistress-Geschichte, wo ich mein E-Mail-Postfach aufräume. Andere räumen ihren Garten momentan auf oder ihren Keller oder ihre Stube oder was auch immer. Andere haben irgendwas gepflanzt oder also es gibt so übergeordnete Sachen. Manchmal ist auch nur, man soll ein Foto einreichen von irgendwas. Es ging auch mal irgendwie darum, irgendwas zu fotografieren und zu zeigen an Süßigkeiten, was man am liebsten mag. Und damit hat man dann die Aufgabe erledigt, bekommt Punkte und ist dann einen Schritt weiter. Und dann gibt es eben Sachen wie jetzt bei Quidditch. Entschuldigt. Da ist dann nicht nur, dass man bekommt Basispunkte dafür, dass man teilgenommen hat, für sich und für das Haus, für das man stellvertretend spielt. Man bekommt dann aber auch extra Punkte für Lauflänge oder für wie ansprechend das Teil ist, wie aufwendig das war, wie auch immer. Ne? Muss mal was trinken. So, und als Monatsaufgabe kann halt sein, mach irgendwas für so einen kleinen Gnom oder mach irgendwas, strick irgendwas Türkises. Da habe ich zum Beispiel dieses hier gemacht. Der Knopf lag hier ewig rum. Und ich habe dann sowas hier. Das ist für meinen Teebecher. Oder mach was mit Schnee. Das heißt, mach irgendwas Weißes. Oder was eine Struktur von einer Schneeflocke hat oder was auch immer. Da habe ich bei Ravelry eingegeben bei der Suchleiste Snowflake und dann kriegt man lauter solche kleinen Doilies, solche kleinen Deckchen. Ich nutze die wieder als Untersetzer. Ganz, ganz viele. Ne? Eingereicht, damit ist Monatsaufgabe erledigt. Und man kann dann eben was anderes machen. Das hier habe ich für Broom, habe ich noch gar nicht eingereicht, gemacht. Auf Owl habe ich verzichtet, weil die Sock Madness lief. Hinterher habe ich mich geärgert. Ich hätte es doch machen sollen. Aber ich dachte halt, ich habe zu wenig Strickzeit. Ach so, was ich auch noch habe, ist auch nur eine Socke bis jetzt. Die Musterschlacht von Opal. Das war dieses Knäuel, was gewonnen hatte. Ist bei mir wieder ein bisschen chaotisch, aber so soll es ja auch sein. So sieht es aus, wenn man das als glatt rechts strickt und die Socke, die ich mir gesucht hatte, hat verschiedene Muster. Hier kann man es jetzt recht gut sehen. Rechts-links-Muster, so ein Zackenmuster, das ist hier vorne und hier über die Fläche von der
Ferse. Und dazwischen ist auch im Zackenmuster ein Hebemaschenmuster, wobei diese Zacken im Grunde gebildet werden durch den Spannfaden. Man führt den Faden beim Abheben der Masche wieder vor der Arbeit und nicht hinter der Arbeit. Und hier über zwei Maschen, also zwei Maschen hintereinander, werden abgehoben und der Faden davor geführt. Hier kann man jetzt sehr schön das Zackenmuster, Rechts-Links-Muster sehen. Und hier am Schaft wird der Faden, werden vier Maschen hintereinander abgehoben und der Faden vor der Arbeit geführt. Und dann gibt es noch zwei, eigentlich drei Streifen. Ich habe es ein bisschen abgekürzt, weil ich fertig werden wollte. Mit einer anderen, da habe ich wieder einfach, was ich immer gerne nehme für solche Sachen, einfach die Surprise genommen von Opal. Und dann ein Rechts-Links-Bündchen und ein I-Cord oben. Ist eine Toe-Up. Also momentan habe ich nur Toe-Ups, ich weiß auch nicht. Und Toe-Up war dann hier eben verstärkt. Es ist raffiniert eine Herzchenferse umgekehrt. Also hier ist eigentlich die Fersenwand an der Spitze. Ne? Hier hat man angefangen zu stricken. Hier ist die Fersenwand. Hier ist dann das Herzchen. Und dann wurde einfach noch unten die hier in der Mitte übrig waren, wurden dann am Schaft noch weiter verstärkt mitgeführt. Und der Zwickel befindet sich ebenfalls, wie man sieht, am Schaft der Socke. Also genau umgedreht. Einfach nur eine ganz normale Herzchenferse gemacht, nur eben umgedreht, weil falsch, also andersrum gestrickt. Ja. Und erstaunlicherweise, da hätte ich jetzt echt gedacht, ich habe Schwierigkeiten, die Muster zu zeigen, aber das nimmt es jetzt relativ sehr gut. Ich habe einen Haufen Fehler reingemacht und hoffe, dass ich jetzt irgendwann die zweite gestrickt bekomme, genauso fehlerhaft wie die erste. Wenn nicht, dann ist es halt so, dass ich das irgendwie nicht hinkriege. So, ja, bei den Sneakern. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Ich hatte euch diese hier das letzte Mal schon gezeigt. Das war, jetzt muss ich mal gucken, wie sie hieß. Mock Sadness. Da hatte mich jemand nachgefragt. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Frage gelesen habe, war die noch nicht weiter freigegeben. Das machen die jetzt gerade erst. Und jetzt gucke ich mal gerade, sie kostet 3,65 Euro, das Muster. Mock Sadness auf Reverie von Hellsland Design. So. Knister. Entschuldigung. So, und ja, da wir gerade dabei sind, habe ich dann doch mal in meine Schublade gegriffen. Ich kriege die nicht mehr zu. Ich muss jetzt eine sechste Sockenschublade anfangen. Ich kriege echt bald die Krise. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Socken. Und habe mal ein paar andere Sneaker rausgesucht. Sind alle mit der Summer Sock von Wollexklusiv gestrickt. Das ist hier mal eine ganz kleine. Eigentlich, seht ihr? Und schon weiß ich nicht mehr, wie das Muster hieß. Die sind kostenlos. Die hatte ich nämlich mal gemacht. Ich habe die gemacht, als Kall in der Gruppe von Wollexklusiv, wo ja wieder kein Mensch mitgestrickt hat, weil es ja Sneaker sind. Die geht. Naja, gut. Okay. Da kann man da nichts machen. Also bei dieser hier weiß ich gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich gucke gerade im Hintergrund an euch ein bisschen vorbei, ob ich die finde. Habe ich die überhaupt aufgenommen? Ich glaube, die habe ich gar vergessen. Also mal so ein Tipp von euch, an euch, nicht von euch, sondern an euch. Wenn ihr Test stricken wollt bei großen Designern, ihr müsst eure Projektseiten machen. Ne? Ihr müsst so viel wie möglich auf die Projektseiten packen und auch möglichst viele Sachen von diesen Designern, für die ihr Test stricken wollt. Weil das Erste, was die machen, ist nachzugucken, was ihr bisher gemacht habt, auf welchem Niveau ihr handarbeitet.
um dann zu entscheiden, und habt ihr von denen schon was gemacht und wie sieht das aus, was nutzt ihr an Wolle und so weiter. Das kann nur Frust werden, wenn ihr euch bewerbt und keine Projektseiten habt. Oder wenig Projektseiten. Okay, ich stelle gerade fest, ich habe die offensichtlich gar nicht angelegt oder ich finde die jetzt nicht. Uchs. Aber offensichtlich habe ich die nicht angelegt. Ist ja schade. Warum habe ich denn das nicht gemacht? Gut, da muss ich nochmal nachgucken, wie die hieß. Die war auch kostenlos jedenfalls. Das Muster endet eigentlich hier, aber ich hatte keine Lust, so viel rechts zu stricken. Kleines Rollbündchen. Hier ist eine halbrunde Ferse mal, dass ihr den Unterschied mal seht. Hier eine Fersenwand und hier ist sie rund. Das ist die sogenannte halbrunde Ferse. Die hat nur die Hälfte der Fersenwand als eine Käppchenferse. Und so sitzt sie am Fuß. Ein ganz kleiner Sneaker. Ein etwas größerer Sneaker ist dieser hier, auch wieder mit der Summer Socks von Woll Exklusiv. Das ist Drachenherz von Micha Klein. Micha Klein hat ganz viele schöne, kostenlose Muster bei Ravelry. Hier habe ich eine normale Fersenband mit Herzchenferse. Ich habe das Mittelmuster an der Zehe weitergeführt. So sitzt der Sneaker. Der hat halt oben einen breiteren, einen längeren Schaft. Dadurch rutscht der auch nicht runter. So, und weshalb ich die jetzt alle rausgesucht habe, ist nämlich, dass ich euch die eigentliche, die eine zeigen wollte, von der ich euch letztes Mal berichtet habe, die da die Farbe so interessant gewechselt hat. Die von beige über grau über Flieder, weil sie eben dementsprechend mit verschiedenen Farben gefärbt wurde. Und die heißt Blumenbeet und ist auch kostenlos auf Ravelry. Ist eine Toe-Up-Sneaker. Ist ein Toe-Up-Sneaker. Mit einem interessanten Bündchen, das auch gestrickt häkelt wird. Hier gucken jetzt Fäden raus. Die sind aber vernäht. Die gucken nur wunderfitzig. Ja, hier auch nicht anders. Gucken die nochmal aus dem Gestrick raus. So, und hier haben wir nämlich ein ganz interessantes Unterfußbodenmuster, was der Socke nochmal eine Kontur gibt. Ja? Damit sie besser sitzen soll, damit sie nicht rutscht. Das macht jetzt richtig eine Fußform mit. Hier ist die Ferse und dann zieht sich das hier in den. Ne, so sieht ja der Fuß eigentlich auch aus. Das Muster geht hier seitlich, finde ich ganz raffiniert. Hat hier hinten an der Ferse dann so ein Muster. Kleine Blümchen, von denen eigentlich die Umschläge, der in der Mitte sollte größer sein, das Löchlein, als die drumherum. Ich finde die wunderschön. Ich verstehe nicht, warum die keiner mitstricken wollte, aber naja, das ist halt so, ne? Manchmal denke ich, dass es so ein bisschen Perlen vor die Säue werfen, aber gut. Wer nicht will, der will nicht, da kann man keinen zwingen zu. So, jetzt ziehe ich die auch nochmal an. Eigentlich ist es ja egal, welche ich anziehe. Jetzt sehen? Nee, durch das blöde Licht kann man es wieder nicht sehen. Hier das Geriffelte. Ich finde die wunderschön. Ich weiß nicht, warum die keiner macht. Die ist so schön. Aber gut. Manchmal kann man sich nur wundern. So, genau. Die wollte ich euch nicht vorenthalten.
Also eigentlich finde ich Sneaker total interessant. Und halt jetzt wie bei dieser hier, ne, das ist eigentlich kein Sneaker, sondern hat eigentlich einen Schaft. Aber man ist natürlich, wenn man so ein Muster hat, schneller fertig. Und wenn das eben auch so Socken sind bei der Sock Madness als Bonussocke, wenn das dann solche Muster sind, die einfach nur weiter fortgesetzt werden, ist man natürlich viel schneller fertig, wenn man das als Sneaker macht und hat dann trotzdem das Muster gemacht, weil. Ja, ich glaube einfach, dass die Leute, die so Sachen wie Sock Madness oder andere Strickspiele mitmachen, dass es denen wirklich darum geht, Muster auszuprobieren, Techniken auszuprobieren. Und da eignen sich die Sneaker ganz, ganz ausgezeichnet. Einen anderen wollte ich euch noch zeigen, das ist allerdings eine Kurzsocke. Die habe ich aber gerade mit rausgegriffen. Das ist von Gabi. Gabi kenne ich von den Stricktreffs hier in Berlin. Das war ganz lustig, ne? Ich wusste nicht, dass sie die Designerin ist und hatte die beim Stricktreff mit dabei und nadel die so vor mich hin. Weil ganz einfaches Muster, wirklich ganz simples Muster. Und das kann man natürlich auch, ich bin gerade am Suchen. Achso, ja, entweder heißt sie Raupensocken oder Wurmsocken. Ich habe immer den Namen verdreht. Raupensocken heißen sie von Gabi Sternfeld. Das ist einfach wieder die dunkelblaue. Sockenwolle, die Urasbach-Alte von Fischer, gepaart mit Tata, ihr werdet es schon ahnen, der Opal Surprise. Ich finde die einfach Hammer. Ganz einfaches Muster und machen so viel her. Man kann das natürlich auch für Reste benutzen, für sonst irgendwas. Man kann die auch kürzer stricken als Sneaker. Ich habe sie jetzt als Kurzsöckchen, aber wir haben so gelacht. Beim Stricktreff, ja, ich komme dahin, pack das aus, mach das und sie guckt. Und die heißen ja Raupensocken. Und ich sage so, ja, das sind Wurmsocken. Da habe ich eine Anleitung im Internet gefunden. Und sie sagt, das sind keine Wurmsocken, die heißen Raupensocken und die habe ich designt. Also wir haben uns so weggeschmissen vor Lachen. Sie meinte dann aber ja, sie hätten auch Wurmsocken heißen können. So sehen die. Und da habe ich zum Beispiel jetzt wirklich meine kleine falsche Bumerang-Ferse. Da haben sich dann alle amüsiert darüber, wer denn in so eine kleine Ferse passt. Aber wie ihr seht, ich passe da wunderbar rein. Ist eine tolle Socke. Macht immer viel her. Die wollte ich euch mal nicht vorenthalten, sondern zeigen. Ist auch eine kostenlose Anleitung auf Reverie. Und sie heißen Raupensocken, nicht Wurmsocken. Raupensocken von Gabi Sternfeld. So. Jetzt habe ich mal ein bisschen auch Werbung für Gabi gemacht. Okay, so, ja, was war denn jetzt weiter? Ja, ich bin vorhin vom Thema abgekommen. Also, ich habe dann noch mal in meiner Gruppe gelesen und lese so ganz nebenbei, wieso ist denn jetzt wieder, naja, jetzt sind ein paar Socken und ein paar Socken auf am Himmel ein paar Socken aufgezogen. Ein paar Wolken heißen diese Teile. Es ist ja furchtbar mit mir. Jedenfalls lese ich da, dass es da eben ein neues Strickspiel gibt und bin da sofort hin und hätte noch als Cheerleader mitmachen dürfen. Und dann haben sie aber die Anmeldung noch mehr eröffnet. Das heißt, ich spiele das jetzt auch mit und wir sind gerade im ersten Rennen. Und das ist die Socke. Ja, ich muss noch die zweite machen. Das ist die Socke für das erste Rennen. Jetzt kommt wieder die Farbe nicht so richtig. Das ist dunkelgrün mit schwarzgrün. Die Finger färben ab. Das ist eine Business Color von Regia. Ich fand die so geil. Und einfach wieder nur so ein altes Weiß, was ich noch hatte. Das ist endlich mal wieder eine Cuff-Down-Socke. Endlich mal wieder eine, die vom Bündchen runtergestrickt ist. Also das hier ist Toe-Up. Diese hier ist Toe-Up. Und was habe ich denn noch gemacht, was Toe-Up war? Ich hatte das Gefühl, also irgendwie blicke ich auch nicht mehr durch. Ich wette, ich habe hier so viele Sachen vergraben jetzt gerade. Ja, ist ja egal. Ich hatte plötzlich das Gefühl, ich werde von Toe-Ups irgendwie umwimmelt. Und die ist endlich mal wieder Cuff-Down vom Bündchen her gestrickt. Und sieht so aus. Hat hier noch so ein
Zopfmuster mit Hebemaschen. Also ich bin wieder völlig begeistert. Ich werde jetzt gleich die zweite Socke anschlagen, damit das Rennen, damit wir Punkte kriegen. Und habe mir jetzt auch schon ein Bündchen gemacht für den nächsten Pulli. Das ist eine ganz billige Drops. Kostete irgendwie das Knäuel 1,40 oder 1,45, irgendwie sowas in dem Dreh. Habe ich mir mehrere Farben. Und da habe ich jetzt noch einen Pulli vor. Das ist die Wolle hierzu. Ja, wie viele Minuten haben wir denn? Oh Gott, jetzt kann ich es wieder nicht erkennen. Heute, hupsala. Ist es aber auch ein bisschen. Oh, 45 Minuten. Ja, gut. Dann, ach so, was übrigens gerade vorhin ankam, es klingelte mal wieder an der Tür. Ich habe wieder ein weißes Paket bekommen. Ich habe schon reingelinst. So sieht das. Ups. So sieht das aus, wenn man es aufmacht. Seitenpapier. Alexandra, du bist der absolute Knaller. Das ist ein Goodie. Kann ich jetzt super toll gebrauchen beim Sticken. Und das ist die Farbe. Ist die nicht Hammer? Es ist Merino-Sockenwolle, 85% Merino-Schurwolle, 15% Polyamid. Ist diese Farbe der Knaller? So lemon-mäßig. Ich finde die, oh, und die ist so weich. Mm. Ich finde die Hammer. Also das wäre jetzt sozusagen mein Unicolor Socks für Juni 2021 gewesen. Say Cheese heißt die Färbung. Und genau so sieht es aus. Das ist Hammer. Alexandra, vielen, vielen Dank. Das ist super von dir. Ich bin so begeistert. Also die Farbe ist echt, ich muss mir echt überlegen. Ich habe überhaupt gar keine Idee. Aber das, ich habe die ja gerade erst bekommen. Oh, ist ja noch was drin. Schokolade. Hm. Jetzt ist aber alles leer. Jetzt habe ich euch nichts unterschlagen. Ja, also wie gesagt, das ist wieder eine Abo-Geschichte. Ne? Eine Abo-Geschichte, die ich gesponsert bekomme, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ja, und ihr müsst, also ich wollte ja eigentlich erst das nächste Video drehen, wenn die Wolle aus Großbritannien endlich angekommen ist, aber sie kommt nicht, sie kommt nicht, sie kommt nicht. Sie will mich irgendwie nicht. Ihr müsst ein bisschen besser Daumen drücken. Daran wird es liegen. Ihr drückt nicht richtig Däumchen. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich vorhin schon erzählt habe. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Oh Mann, mein Kopf. Es ist furchtbar. Aber immerhin weiß ich jetzt inzwischen, was mir alles fehlt. Für diejenigen von euch, die auch lange Zeit nicht rausgehen durften, weil sie irgendwo wohnten, wo Ausgangssperre war. Lasst mal eure Vitamin D3-Sachen nachkontrollieren. Das war nicht so wirklich hilfreich, gesundheitsmäßig nicht rausgehen zu dürfen. So, ja, wie gesagt, ich bin bei den Flosstubern gelandet und bräuchte einfach mal von euch einen Hinweis, ob euch das interessieren würde, ja oder nein. Ob ihr zukünftig da auch mitgucken wollt oder ob ihr sagt, nee, ich möchte in diesem Kanal nur gestricktes, gehäkeltes, wie auch immer sehen. Ich möchte hier Buchvorschläge haben oder was auch immer, was das Gestrickte anbelangt. Ich habe hier auch noch ein paar Bücher zu liegen, die ich aus der Bibliothek habe. Auch ich hole sehr viele Bücher aus der Bibliothek. Das ist richtig. Da kann man eine Menge Geld sparen. Aber es gibt natürlich auch viele Bücher, die nicht mehr, wie soll ich mal sagen, die es früher mal gab, die man nur noch gebraucht.
irgendwie bekommen kann, die die Bibliotheken nicht haben. Und die schaffe ich mir an. Also das ist, ich weiß durchaus zu schätzen, dass es Bibliotheken gibt. Dieses hier zum Beispiel möchte ich auch unbedingt selber besitzen. Das leihe ich mir aber momentan immer aus der Bibliothek aus. Es ist ordentlich dick. Es sind haufenweise verschiedene Zopfmuster drin und sehr viele Pullis, Anleitungen, Schals und Mützen. Wunderschöne Sachen. Achso, hier ist wieder eine Anleitung drauf. Muss ich das mal gerade wieder abdecken. Kann man das überhaupt sehen? Wenn man es nicht sieht, macht es keinen Sinn, dass ich das in die Kamera halte. Das, klar, natürlich, logisch, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Das ist ja nichts Neues, dass man irgendwie die Sachen auch ausleihen kann. Aber wie gesagt, die Bücher, die ich im Schrank habe, die kann man nicht ausleihen. Die sind nirgendwo erhältlich. Die hat keine Bibliothek. Und ich hatte ja mal wirklich angefangen. Hier ist ein wunderschöner. Also diese Pullis, die hier drin sind, einer schöner als der nächste. Ich bin am Überlegen, ich habe das jetzt auf Deutsch nicht mehr gesehen. Ich müsste mal gucken, ob mir irgendein Laden das bestellen kann. Ob es das noch gibt. Irgendwo war auch einer gewesen, den ich unbedingt machen wollte. Das finde ich natürlich wieder nicht. Aber wie gesagt, da ich angefangen hatte, Sockenstrickbücher zu sammeln, und zwar nicht vom Top-Verlag und so dieses, da muss man auch aufpassen, beim Top-Verlag bin ich echt sehr enttäuscht. Die haben zum Teil in ihren Büchern das drin, was sie schon, ja, also was sie schon mal in anderen Büchern hatten, und zwar nicht gerade wenig. Also ich hatte mal einmal ein Buch von denen in der Hand, da war gut die Hälfte schon in anderen Büchern erschienen, und sowas kaufe ich da nicht. Also es tut mir wirklich leid. Ich finde das, diesen finde ich so geil. Der ist quer gestrickt. Ich finde das, naja, gut, ich äußere mich dazu nicht. Ja, das habe ich noch mit ausgeliehen. Da sind so ein paar einfachere. Da wollte ich einfach mal in Ruhe reingucken. Auch schöne Sachen drin, aber jetzt nichts, was mich anhopst, wo ich sage, das muss ich sofort machen. Wobei für diesen hier, da hätte ich natürlich sofort was da. Den könnte ich sofort anschlagen. Da sind sehr schöne, sehr unterschiedliche Sachen drin. Auch solche Stolen oder wirklich einfach Schals. Kaus. Auch wieder ein Schal. Ganz einfach ein Schal. Aber eben auch die Dreiecktücher mit Mosaik. Ich hatte es mal mitgenommen, weil es gerade da war und ich da mal ein bisschen reingucken wollte. Ist von Yvonne Willix. Meine Strickliebe wurde jetzt erst dieses Jahr in die Bibliothek aufgenommen. Hatte ich noch nie gesehen, deswegen habe ich es eingepackt und mitgenommen. Dann habe ich mal wieder, also die muss ich auch alle nicht kaufen. Die von Sylvie haben sie alle. Die kann ich mir jederzeit ausleihen, wenn ich sie möchte. Die muss ich mir nicht kaufen. Hier sind sehr, sehr schöne Sachen drin. Ich zeige euch mal die Übersicht. Sie hat vorne eine Übersicht drin und natürlich auch eine Menge Erklärungen zu verschiedenen Spitzen. Sternchenspitze, Propellerspitze, Bandspitze und was war noch gewesen? Wartet mal. Das macht halt auch immer sehr viel von den Büchern aus, und wer das kann, ja, deswegen habe ich da auch nie so die Tendenz, die zu kaufen. Ich kenne nicht nur die Fersen, sondern auch die Bandspitze, Sternchenspitze, Propellerspitze und Schneckenspitze. Und dann das alles nochmal toe ab, bis man dann mit dem Material, mit den Erklärungen fertig ist, ist man auf Seite 46. Und da ist auch die Übersicht. Sind sehr, sehr schöne Socken drin.
Wobei ich halt auch dazu sagen muss, bei solchen, da wirkt bei mir halt auch die Farbe. Bei mir ist wirklich so, sehe ich eine Socke, die eine schöne Farbe hat, dann muss ich die machen und stelle dann oft fest, auch das Muster ist aber eigentlich ziemlich langweilig. Aber die Farbe war so schön. Umgekehrt sehe ich oft Sachen, wo ich denke, mache ich nicht, will ich nicht, sieht nicht so aus, wie ich es haben möchte. Und dann macht es irgendjemand anders in einer völlig anderen Farbe, vielleicht auch mit einem anderen Material und schon muss ich das unbedingt auch machen. So, das war jetzt das große Crazy Trio Sockenbuch. Und dann habe ich noch ein Mix and Match von Birgit Rath Israel Sockenstricken. Da sind auch sehr viele unterschiedliche Mo Sachen drin. Ach, die sind so schön. Die finde ich richtig geil. Das sieht auch wieder aus, wie wenn es ein Sneaker wäre, der dann oben drüber noch einen Schaft bekommen hätte. Finde ich richtig toll. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe das nur, wie wenn es alles blendet. Also viele Mosaiksocken sind da drin. Und ja, ist halt oft so ähnlich, wie es schon war. Irgendwo mal viele Zopfsachen, die sehr einfach sind, aber auch durchaus sehr schön sind. Wenn man dann unterschiedliche Farben noch nimmt. So Struktursocken nennt sie das. Die hier finde ich auch sehr schön. Das muss ich nur wieder abdecken. Ups. Weiß gar nicht, könnt ihr das sehen? Dann gibt es eine Menge Ajourmuster mit drin. Es gibt dann auch sehr viel einfacheren Vereilgeschichten. Aber auch Vereil mit Zopfmuster. Also das sind richtig schöne Modelle drin. Die finde ich ja auch sehr schön, ne? Da hat man eine sehr unruhige Wolle und kann trotzdem so tolle Sachen mitmachen. Ich finde das klasse. Ob ich daraus allerdings was machen werde, ist wieder eine andere Geschichte. Davor natürlich auch wieder Fersen und Bündchen und ein Haufen Technikkram für Leute, die da noch nicht sicher sind oder sich ein paar Sachen angucken wollen. Also das war das Buch. Die habe ich gerade aus der Bibliothek raus. So. Ja, und dann bin ich bei Facebook rein und bei Facebook, bei YouTube rein und habe Vorschläge von YouTube bekommen, Flosstuber. Sagte mir nichts. Sind Leute, die Kreuzstich machen. Und da bräuchte ich einfach von euch mal so ein Feedback, ob ihr das zukünftig mitsehen wollt oder ob ihr da gar kein Interesse dran habt. Dann würde ich da einfach einen zweiten, einen dritten Kanal machen. Der zweite Kanal, den bin ich gerade im Vorbereiten, da habe ich auch schon Videos gedreht, nur noch nicht hochgeladen. Da geht es um die Bücher und Autoren, Verlage. Wenige wissen, dass ich auch Bloggerin bin. Allerdings ist der Blog stiefmütterlich behandelt und ist überhaupt nicht so mein Format. Kostet unendlich viel Zeit, sowas zu machen. Und ich finde da nichts mehr. Das ist irgendwie nicht so das, was ich brauche. Ich lese seit über 10 Jahren für Verlage, habe auch schon Korrektur gelesen, Regie geführt bei, war Teil von Teams von Autoren. Und habe über 900 Rezensionen geschrieben, zig Anfragen wegen Manuskripten und habe aber dann irgendwann gedacht, eigentlich könnte man daraus auch einen Kanal machen und zwar nicht so, wie es besteht, sondern eben völlig anders. Ja, und als dritten Kanal könnte ich dann eben die ganzen Sticksachen machen, weil das ist schon Hammer. Das ist richtig Hammer, was da gemacht wird. Ich kann nicht alles von Anfang an. Ich muss das auch so peu à peu erstmal aufbauen. Aber damit habe ich schon angefangen. Das hat mich auf eine Art und Weise abgeholt, wie es das Spinnen bis jetzt nicht geschafft hat und auch das Färben bis jetzt nicht geschafft hat, weil ich natürlich auch so wohne, dass es blöd ist und unbequem und Platzmangel. Aber deswegen kann ich trotzdem hier sitzen und sticken. Da habe ich ganz viele ganz tolle Sachen, die ich vorhabe und wo ich dran bin, das aufzubauen. Ja, ich glaube, das war es soweit, was ich heute hatte. Ich habe zwar noch Wolle hier zu liegen, die ich euch noch zeigen könnte, aber
Das ist nicht so interessant. Und ich denke, wir sind auch schon wieder in einer Zeit, wo es Zeit ist, Schluss zu machen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine schöne Zeit. Genießt den Sommer. Ich mag das ja ganz gerne, dass das ein bisschen unterschiedlich von den Temperaturen ist und nicht weiter so bombig heiß ist, wie es jetzt 14 Tage war. Die Natur hat es auch dringend nötig, dass mal ein bisschen Wasser von oben runterfällt. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Ja? Ich habe ja gerade erleben dürfen, wie mir der Körper wieder eine Grätsche durch alles gemacht hat. Drückt mir bitte weiter die Daumen, dass diese Wolle aus Großbritannien endlich kommt. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei allen, die bis jetzt geguckt haben, die überhaupt gucken, die überhaupt Interesse an dem haben, was ich mache und die bis jetzt dabei geblieben sind, die neu dazugekommen sind. Und ich lasse mich wieder blicken, wenn ich dann wieder so weit bin. Bis dahin, tschüss.